habt ihr das ausprobiert? Wie sind die Effekte da auf die Leute, die das benutzen? Eine Million Mal. Wir haben in Deutschland 10.000, wir haben 1.000, wir haben 750 Benutzer in Deutschland. Was sagen die Menschen, die das benutzen? Was ist so deren erstes Gefühl, was da passiert, wenn man das anwendet? Haben die eine größere Vitalität oder gibt's da andere Wahrnehmungen davon? Da wird ja keine Musik eingespielt, man hört ja nicht irgendwie irgendeinen Ton oder einen Klang, sondern... Na, man hört schon etwas jetzt. Ich brauche eine Trägerfrequenz, wo ich jetzt die Information drauflegen kann. Okay, ja, okay, irgendeine Sinusschwingung halt, ja. Aber was ist so die primäre Reaktion von den Leuten? Ja, das ist das größte Problem. Die meisten jetzt, die das Gerät kaufen, die kaufen das, weil sie krank sind, weil sie denken, dass sie gesund werden. Aha. Ich kann doch, ich hab ein Gerät jetzt, was den gesunden Menschenverstand, dem gesunden Organismus, weil nur eine gesunde Zelle kann eine Information aufnehmen. Eine kranke Zelle hat keine Kommunikationsmöglichkeit mehr. Das heißt, wenn jemand krank ist, bringt das gar nichts mehr? Natürlich bringt das was, aber da müsste ich ja Arzt spielen. Okay. Das ist ja das ganze Problem jetzt, warum wir zurzeit jetzt zwar eine geniale Lösung haben, aber eben die es schwer haben, die Lösung anzubringen, aus einem einfachen Grund, weil die verkabeln, die wir früher gelernt haben, fast 70 Jahre, nächstes Jahr, ne? Also was ich da gelernt habe jetzt, als ich da vor 3-4 Jahren mich da ran, ich musste selbst erst einmal sehen, mein Gott, bin ich krank, bin ich gesund? Das Allerwichtigste, wir sind immer 95% gesund. Und der Mensch kann nur 5% krank sein, weil die kranke Zelle, die hat gleich dem gesunden Organismus nie mehr als 50% der Kapazität. Und wenn du jetzt Krebs hast und der Krebs ist 2-3%, das Schlimme ist, du bist 97% gesund und du weißt das nicht, dass du krank wirst. Wie kann das sein? Und warum hat man sich die Frage nicht schon öfter gestellt? Und na, viele stellen sie ja, aber die werden belacht. Mhm. Wie kann das sein jetzt, dass eine Frau, und ich war ja in San Francisco jetzt, war ich ja als Berater in der Uni für Brustkrebspatienten. Wie kann das sein, dass eine Frau mit 10 Gramm Brusttumor, ne? Sie trinkt nicht, sie raucht nicht, sie ist Sportler, sie ist die, na, wie kann die an 10 Gramm Brusttumor sterben? Ja, aus einem ganz einfachen Grund, weil sie ist 99% gesund, sie hat weniger als 1% hat sie Krankheitsherd im Körper, aber dieser Krankheitsherd zieht bis 800% seines energetischen Eigenbedarfs. Wie kann das sein, dass jemand mit 1 Kilo Lebertumor lebt? Oder, ne? Wie kann das sein? Ja, weil dieser Lebertumor eben bloß 5 oder 6 Mal seinen Eigenbedarf zieht. Und wenn du, wie ich jetzt, 82 Kilo hast, dann kannst du bequem damit leben. Aber die Frau stirbt nicht an 10 Gramm Brusttumor, weil der Brusttumor den Organismus zerstört, sondern sie stirbt an energetischen Discharge. Mhm. Die Energie reicht nicht mehr aus bei der Frau, die 15 Gramm Brusttumor, die 800 Mal ihren Eigenbedarf ziehen, sind mehr als 50% und du tust energetisch dich zersetzen. Mhm. Ja? Und der Geno, wie sprichst du es aus? Geno? Das Geno 62 Geno Sonic hat eine einzige Funktion. Es zeigt dem gesunden Organismus, wenn im Körper eine gesunde Zelle kann keine kranke Zelle sehen, weil eine kranke Zelle nicht kommuniziert. Sie ist negativ polarisiert. Eine gesunde Zelle ist positiv, negativ. So, mit diesem Gerät habe ich die Möglichkeit, das ist das einzigste Gerät, was zurzeit auf dem Weltmarkt existiert, ich habe die Möglichkeit, dass ich mit diesem Gerät dem gesunden Organismus die Veränderung im Körper, ich kann den zeigen, da ist was drin, sehe das und plötzlich sieht die gesunde Zelle, die kranke Zelle. Natürlich, wenn das da bloß 10, 20 Gramm ist, kann da was passieren. Ne? Und mit der neuen Programmierung, die wir jetzt gemacht haben, da kann ich die gesamte Umwelt kann ich nicht modulieren, sondern ich tue den Körper einfach an die Veränderungen der Umwelt heranführen. Und damit habe ich die Möglichkeit jetzt, dass der draußen verändert sich was. Und zwar alle 2, 3, 4 Tage verändert sich die Umwelt. Elektromagnetisch, der Sauerstoff, wir haben jetzt 20,9%.
Allein nur bei 20,87% verändert sich was Drastisches. Der Körper, na, plötzlich hast du Atemnot, obwohl bis 0,03% Sauerstoff sich verändert hat durch irgendetwas, na, durch eine Sonneneruption, verändert sich was. Und schon wirst du krank. Mhm. Wenn aber der Körper weiß, egal was sich da drin, was drin abnormal sich verändert hat, ist ein Zeichen, dass sich der Körper nicht an die Umwelt schnell genug angleichen kann, sondern in dieser Angleichungsphase, eine Generation, meistens immer ein Jahr, ist das zu lang jetzt, du erkrankst, die Zelle polarisiert sich und... Okay, ich krieg eine Ahnung, also, krieg eine Vorstellung. Ich könnte da stundenlang reden, ja. Ich habe hier auch mindestens 150 Stunden. So viel Zeit haben wir leider nicht, aber eine Frage am Schluss, die ich unbedingt stellen möchte, ist so, was würdest du dir jetzt wünschen von Politik als auch vielleicht von den Entscheidungsträgern, die da was machen können, dass die Menschen nicht nur aufgeklärt werden über diese Zusammenhänge, sondern was wäre für dich jetzt so das Wichtigste, was passieren sollte in naher Zukunft? Um dem entgegenzusteuern, diesen ganzen Zahlen? Es gibt ungefähr 150.000 Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Da sind Ärzte dabei, das sind Physiker, das sind Mathematiker, das sind Informatiker dabei, die die Wahrheit wissen. Also ich rechne 150, können ein bisschen weniger sein, aber ich glaube, es gibt 150.000 Menschen auf dieser Welt, wissen die Wahrheit jetzt, wie steht es um uns. Mhm. Ja? Und wenn ein Wissenschaftler, ein Nobelpreisträger, der stellt sich vorne hin, der Nobelpreisträger, jetzt, ne, der Chemiker, und er sagt, also in Cambridge sagt er, Leute, wenn die Wissenschaft und die Regierung nicht sofort Maßnahmen ergreifen, und zwar sofort, gibt es in 60 Jahren, und er hat das gesagt 1972 in Cambridge, da gibt es in 60 Jahren keine Menschen mehr. Weil dann ist es so, er wusste damals noch gar nicht von den Raketen und von allem drum und dran. Das war alles, genau wie Einstein, war ja auch ziemlich futuristisch veranlagt. Und diese 60 Jahre haben sich erst verringert, jetzt um 30 Jahre. Das war vor 30 Jahren schon und jetzt haben wir noch 30 Jahre. Und wenn er gewusst hätte, dass wir heute 1 Milliarde krebsleidende Menschen auf der Welt haben und fast 750 Millionen Diabetiker, wir sind 2,5 Milliarden Menschen auf der Welt, sind klinisch krank. Sehr krank. Okay. Also Information ist das Gebot der Stunde. Die Leute müssen aufgeklärt werden, die müssen aufwachen. Und ich denke mal, ich hoffe, dass die Leute das verstehen, ja? dass die Leute in die richtige Richtung denken in Zukunft. Also ist so... Die Menschen, die sind so gleichgültig geworden jetzt. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen, na ja, okay, wenn ich morgen sterben muss, dann sterbe ich morgen, fertig, aus. Ich sag, Hast du Hoffnung noch? Ich habe das Geno 62, fertig, aus. Und die Leute, die endlich mal so ein Video anschauen und mit mir mal sprechen oder mit uns mal sprechen, die haben auch eine Chance. Mhm. Und ich, wie gesagt, ich habe ja, also... Das Video, was ich rausgebracht hatte, wurde ja 10.000 Mal verkauft. Ich hatte ein kleines Video, was ich 2004 gemacht hatte. Und meine Videos jetzt, gerade in Brasilien, also die werden übersetzt, die Videos, und die werden Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Male werden die angeschaut. Und es liegt nicht am Geld und nicht am Gerät. Es liegt daran jetzt, dass man sagt, okay, ich habe begriffen, ich habe es gemerkt, ich weiß, ich habe es verstanden. Und nicht nur, weil ich Politiker bin, weil je größer, je höher das ist. Also bis Regierung, die verstehen es alle. Mhm. Das Problem einfach, die würden das nie sagen. Und ich hatte in der Schweiz, in Mariastein hatte ich eine Klinik von 2000 bis 2006. Ich hatte 3 Eingänge. Einer, der war unten meine Garage, da kam der dann reingefahren mit Skimütze und großer Brille. Das waren diejenigen, die mich angeschmutzt haben. Ich bin der Letzte, ich muss schmutzfähig, der Hans, der kennt nichts, der macht nichts. Aber da die natürlich mich studiert hatten und wussten ganz genau, was ich habe und was ich kann, wusste ich natürlich auch, wenn die krank waren, wo sie hinzugehen haben. Mhm. Ja? Und ich hoffe... Die Geschichten, hoffe ich, dass sich die nicht wiederholen. Ich hoffe, dass das der richtige Weg ist, den du da weiter eingehst. Und ich bin ja gespannt, wie viel da in Zukunft noch auf den Weg aufspringen.